heute ist ja, was ist pervers? Gibt es perverse Menschen? Gibt das gerade in der Sexualität auch perverse Geschichten? Und da möchte ich ein bisschen Licht in euer womögliches Dunkel bringen. Pervers aus dem Lateinischen kommt von pervertere, das heißt einfach im Grunde pervers sein, heißt verdreht, verkehrt. Das ist eben die eigentliche Übersetzung dieses Begriffes. Und nun kommen wir dazu, wie es verwendet wird. Also ich persönlich habe das Wort pervers aus meinem Wortschatz gestrichen vor etlichen Jahren, weil ich eigentlich der Meinung bin, irgendwie so, dass alles seine Ursache hat, seine Berechtigung zum Teil auch, und dass das Wissen darum, wie das Wort pervers auch gerade im sexuellen Zusammenhang benutzt wird, einfach oft nicht richtig ist. Es wird sehr ungerechtfertigerweise sehr großzügig verwendet. Dann wird es oftmals verwendet in Kontextes und auch von Personen, die, ja, wie soll ich sagen, die vielleicht einfach sehr beschränkt sind in ihren sexuellen Möglichkeiten oder auch in ihrer sexuellen Wahrheit, die vielleicht auch nicht hinschauen oder verdrängen und ja, verunglimpfen. Wenn ich zum Beispiel denke, dass es bestimmt auch noch Menschen gibt, die Homosexualität, die uns ja nun schon so lange begleitet und auch offiziell sein darf, nicht mehr krank ist, was ja auch noch gar nicht so lange ist, das ist wirklich unglaublich, aber dass es auch heute bestimmt noch Menschen gibt, die Homosexualität als pervers bezeichnen würden. Und nicht auszudenken, was diese Menschen oder auch andere davon halten, von zum Beispiel Polyamorie oder vom Swing oder von BDSM, also von den schon etwas extremeren Geschichten oder vom Fetischismus. Und ich finde, es steht niemandem zu, das so zu beurteilen und abzuurteilen und das als pervers zu bezeichnen. Sicherlich, wenn man das wirklich aus dem Lateinischen übersetzt, dann ist es eben einfach ab der Norm, das, was wir als Gesellschaft oder was die Gesellschaft immer noch als Norm und Normalität bezeichnet. Aber bitte, ich frage dich, wer hat denn das festgelegt? Pastorentöchtern, ich glaube auch, dass so viele Menschen auch andere Geschmäcker im Bereich der Sexualität einfach vehement ablehnen und verurteilen, weil sie tief in sich spüren, dass es sie anmacht, dass sie da auch ihre Leiche im Keller haben. Von daher, mach dir mal Gedanken darüber, wie du dazu stehst, und geh nicht so hart mit dir ins Gericht, sei milde und verabschiede dich von gesellschaftlichen Konventionen und von veralteten, überholten Moralvorstellungen und überprüfe einfach mal, inwieweit das wirklich deine Wahrheit ist, deine Überzeugung und deine Meinung. Wenn du nun Fragen hast, ins Nachdenken gekommen bist, Unklarheiten hast, ein bisschen Licht in deinem Dunkel wünscht, melde dich super gerne bei mir. Ich freue mich auf jedweden Austausch. Schreib gerne was in die Kommentare, frage, like, abonniere meinen Kanal und lass uns ein bisschen Tabula Rasa machen. Ich freue mich auf dich.